weiter geht's mit Assassin's Creed und dann wollen wir doch mal sehen, was diese Mission von uns will. Gut, dass ihr gekommen seid. Ich brauche eure Hilfe. Zu viele Bogenschützen, das erschwert mir meine Arbeit. Tötet sie. Sie alle. Und ich kann euch vielleicht bei eurem Kampf gegen diesen verrückten Doktor helfen. Aber vergesst nicht, dass ihr dabei nicht gesehen werden dürft. Sollte man euch entdecken und den Alarm auslösen, so müsst ihr wieder von vorne anfangen. Ich dachte schon, es wäre einfach oder schwierig. Das ist irgendwie so ein Mittelding, mehr oder weniger. Ich meine, das sind Bogenschützen. Ladidadida. Dem Bogenschützen. So, und der andere, der ist da hinten. Der wird auch nicht schwer. Nee, kommen wir vielleicht auch lieber von der Richtung hier. Warten wir, bis er wieder die andere Richtung guckt. Na, natürlich musst du dich erst einmal im Kreis drehen. Natürlich. Was auch sonst? Nun gut, wo hast du dich verkrochen? Ja. So, jetzt bist du fällig. Tschüssi. Gütiger Gott, was ist passiert? Nichts. Nichts ist passiert. Rein gar nichts. Gut gemacht, Altair. Jetzt kann ich wieder meiner Arbeit nachgehen. Nehmt dies. Es ist ein Auftrag für Reparaturen in Garniers Hospital. Vielleicht nützt es euch. Ach, durchaus vielleicht. Weil das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist dahin gelangen, ihn töten und wieder zurückgelangen. Das ist alles, was jetzt noch fehlt. An Missionen. Und dann sind wir hier in Arkan auch schon wieder fertig. Also es ist nicht wirklich viel, was man eigentlich immer machen muss. Karte aufklären. Sehen, wo man Missionen hat, Missionen machen und dann den Typ töten. Altair, wie läuft eure Suche nach Garnier? Ich weiß jetzt, wann und wo ich zuschlage. Dann teilt euer Wissen mit mir. Er lebt und arbeitet im Hospital seines Ordens, nordwestlich von hier. Es geht das Wort von Gräueltaten, die hinter seinen Mauern verübt werden. Der gute Arzt scheint Freude an Experimenten mit unschuldigen Bürgern zu haben. Die meisten wurden in Jerusalem entführt und hierher gebracht. Wie gerissen. Durch die Entführung seiner Opfer in anderen Städten erregt er hier weniger Aufsehen. Aber zurück zum Thema. Wie ist euer Plan? Garnier bleibt meist in seinem Quartier im Hospital, obwohl er es manchmal verlässt, um seine Patienten zu besuchen. Bei einem dieser Rundgänge werde ich zuschlagen. Offenbar habt ihr euch bereits Gedanken gemacht. Ich gebe euch freie Hand. Entfernt diesen Schandfleck aus Akon, Altair. Vielleicht reinigt das auch euch. Ruht euch hier aus, bis ihr bereit seid. Bla bla bla. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. So. Du bist mein Garnier. Wait, Garnier? Sind wir jetzt erst auf? Was fällt mir jetzt erst auf? Der Typ heißt Garnier. Oh. Oh je. Also mindestens der von euch sollten wissen, warum ich jetzt so reagiere, jetzt wo ich mal gecheckt habe, dass dem sein Name Garnier ist. Weil nur, es gibt ja genug Garnier-Werbung. That name. Von Gott abgewendet. Und so straft er uns. Bla bla bla. Ach, ist der hier in diesem großen Palastgedönsteil hier? Ah. Na, da war ich doch schon mal drin. Oh, du willst auf Frise? Du willst auf Maul?
Du wirst bluten. Sorry, dich wollte ich eigentlich nicht angreifen, Wache. Aua, ey. Uncool, jemanden auch anzugreifen, der am Boden liegt. So kann man sich natürlich auch Zutritt verschaffen. Bla 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 bla, ein Scheißdreck werde ich tun. Euch töten werde ich tun. Du wirst nicht wieder auf deinen Posten gehen, so viel ist sicher. So, jetzt bin ich hier drin. Nein, Hilfe! Helft mir! Helft mir, bitte! Ihr müsst mir helfen! Aua, ey. Genug, mein Sohn. Ich bat euch, den Patienten zu holen, nicht ihn zu töten. Na, na. Alles wird wieder gut. Nein. Gebt mir eure Hand. Rührt mich nicht an. Nie wieder. Überwindet eure Furcht, sonst kann ich nicht helfen. Mir helfen? So wie ihr den anderen halft? Ihr habt ihnen die Seelen geraubt. Ich hab's gesehen. Aber meine nicht. Nein, meine kriegt ihr nicht. Oh. Reißt euch zusammen. Glaubt ihr, das gefällt mir? Glaubt ihr, ich möchte euch wehtun? Aber ihr lasst mir keine Wahl. Jedes freundliche Wort begleitet von einem Hieb. Alles nur Lug und Trug. Er wird nicht ruhen, bevor sich alle vor ihm beugen. Deswegen werde ich ihn umbringen. Das hat er nicht getan. Bringt ihn in sein Quartier. Ich folge euch, wenn ich hier fertig bin. Ich bleibe nicht hier. Ich werde wieder entfliehen. Nein, wohl kaum. Brecht ihm die Beine, alle beide. Okay, du verdienst den Tod sowas von. Wie komme ich jetzt am besten da rein? Ich versuche es erstmal auf auffällige Weise. Geronimo! So, irgendwie werde ich schon zu ihm kommen. Hau ab, Bauer! Ja, immer gibt's hier so einen Typ, der mich haut, ey. Gib mir auf den Keks. Was zum Teufel wollt ihr? Was steht ihr hier? Ich will gar nix. Nur für Durchreise. Ihr seid. Und wie fühlt es sich an, wieder ganz zu sein? Wie habt ihr das geschafft? Dammit! Döner! Schlecht! Dammit! Wie kann das funktionieren, ey? Müsst ihr mich immer durch den halben Raum schmeißen? Jetzt gib es auf die Fräse. Alter, unfair. Der Typ war unangreifbar. Geht doch. Befreit euch von eurer Last. Ich werde jetzt Frieden finden, nicht? Der endlose Schlaf ruft nach mir. Aber bevor ich meine Augen schließe, muss ich wissen, was wird aus meinen Kindern? Ihr meint die Leute, die ihr in grausamen Experimenten quält? Sie werden frei sein und heimkehren können. Heim? Welches Heil? Die Freudenhäuser? Die Gosse? Die Kerker, woraus sie geholt wurden? Ihr habt sie gegen ihren Willen geholt. Ja, was von ihrem Willen noch übrig war? Seid ihr wirklich so naiv?
Lasst ihr einem Kind jeden Wunsch, nur weil es weint? Vater, ich möchte mit dem Feuer spielen. Was würdet ihr sagen? Wie du wünschst? Aber dann seid ihr schuld an seinen Verbrennungen. Es sind keine Kinder, sondern ausgewachsene Männer und Frauen. Körperlich vielleicht, aber nicht im Geiste. Und das ist das Leiden, das ich heilen wollte. Ich gestehe, ohne das Artefakt, welches ihr uns gestohlen habt, komme ich nur schwer voran. Aber es sind Kräuter, Mixturen und Elixiere. Meine Wachen sind der Beweis. Auch sie waren dem Wahn verfallen, bevor ich sie fand und aus den Kerkern ihrer Umnachtung befreite. Und nach meinem Tod werden sie wieder toll. Ihr glaubt wahrlich, ihnen zu helfen? Ich glaube es nicht nur. Ich weiß es sogar. Sorry, aber ich muss hier weg. I have to make a run for it. Pause! Ich hab's ein bisschen eilig, Alter, ihr. Wir sind nicht gerade auf dem besten Weg, also was die Beziehung angeht mit den Wachen aktuell. Wir müssen uns mal so ein bisschen verstecken. Nope, ihr kriegt mich nicht. Gebet nicht. Oder das Note? Scheiße. Kann ich nicht rein. Dammit. Lasst mich einfach in Ruhe. Okay? Okay. So, jetzt aber. Mischt wie rein hier. Was gibt es, Altair? Garnier ist tot. Dann kehrt mit der Kunde eures Sieges nach Massiaf zurück. Da ist noch etwas. Dann sprecht. Oder muss ich eure Gedanken lesen? Was denkt ihr, was er von diesen Leuten wollte? Warum er mit ihnen experimentierte, so wie er es tat? Ihr sollt handeln, nicht Fragen stellen, Altair. Ganz gleich, was er tat oder weshalb. Nur sein Tod zählt. Aber Garnier schien zu glauben, diesen Menschen zu helfen. Ist es das, was ihr sagt? Nein, ich sah keinen Ort der Heilung, sondern der Qual. Welchen Sinn hat dann dieses Gespräch? Ich weiß nicht. Vergesst es einfach. Das habe ich bereits. Spule vor zu aktuelleren Gedächtnisabschnitten. Das ist leider der einzige Nachteil daran, als Assassin zu sein. Handeln, nicht denken. Handeln, nicht denken. Ach, ich darf bis noch Massiaf vorspulen. Geil! Das ist cool. Das Kurzschwert ist am besten geeignet, schnell mehrere Gegner abzuwehren. Wie geil, ich kann einfach mal bis noch Massiaf vorspielen. Bringt der neue Kunde, Altair? Garnier von Nablus ist tot. Ausgezeichnet. Wir hätten uns keinen besseren Abschluss wünschen können. Und doch. Was ist? Der Doktor beharrte darauf, dass seine Arbeit gut war. Und rückblickend muss ich zugeben, dass seine vermeintlichen Opfer ihm sehr dankbar waren. Nicht alle, aber genügend, um Bedenken zu wecken. Wie vermochte er, Feinde in Freunde zu verwandeln? Ein guter Führer findet einen Weg, dass andere ihm Folge leisten. Das macht sie zu Führern. Wenn Worte nicht helfen, greifen sie zum Gold.
Wenn das nicht hilft, greifen sie auf gemeinere Mittel zurück. Bestechung, Drohungen und solcherlei Kniffe. Es gibt Pflanzen, Altair, Kräuter aus fernen Landen, die einem Mann die Sinne vernebeln. Der Genuss bringt solche Freude, dass mancher sich dadurch versklaven lässt. Dann glaubt ihr, diese Männer standen unter Drogen? Rauschgift? Ja, wenn es wirklich so war, wie ihr sagtet. Kräuter scheint mir eine merkwürdige Art der Kontrolle. Unsere Gegner haben mich desselben beschuldigt. Das Versprechen des Paradieses. Sie glauben, es sei ein Garten, gefüllt mit Frauen und Freuden. Ich würde euch berauschen, so wie Garnier, und euch mit diesen Genüssen versuchen. Dann kennen sie die Wahrheit nicht. Und so soll es auch sein. Aber wenn sie die Wahrheit wüssten, dass wir nur den Frieden suchen. Dann würden sie uns nicht fürchten und wir hätten keinen Einfluss auf sie. Geht. Es ist Zeit, eure Aufgabe fortzusetzen. Ihr habt einen weiteren Rang zurückgewonnen und ein Ausrüstungsstück. Wir sprechen uns wieder, wenn der nächste gefallen ist. Wurfmesser! Ich hab mal Wurfmesser wieder! Whoop the fucking do! Endlich! Endlich kann ich werfen! Das haben sie mir irgendwie schon beim Kurzschwert versprochen, dass ich das irgendwie dass ich hier mit nach links klicken werfen kann und stuff. Aber ja, jetzt mal back to business. Die haben gerade ernsthaft von Rauschgift gesprochen. Also, ich glaube nicht unbedingt, dass sie das damals schon so genannt haben, also... Authentisch ist ein bisschen was anderes. Oh mein Gott, Authentizismus können wir uns beim nächsten Mal unterhalten. Bis dahin, ja Leute.